Frau Präsidentin, nach dieser großartigen Oppositionsrede der SPD-Kollegin muss ich mich ja jetzt richtig ins Zeug legen, denn offensichtlich können SPD, Grüne und Linke heute gemeinsam das Deutschlandstipendium abschaffen, und das wäre auch gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich sollte hier und heute ja über die neue Exzellenzinitiative und den Nachwuchspakt für 1000 Tenure-Track-Professuren debattiert werden. Leider waren CDU, CSU und SPD zu diesen milliardenschweren Weichenstellungen für die Universitäten in der Republik nach wie vor nicht sprech- und debattierfähig. Also mussten sie die Debatte diese Woche absagen. Angemessen und souverän geht anders. Sei es drum, diskutieren wir also zum x-ten Mal über das Deutschlandstipendium. Das ist dereinst auf FDP-Mist gewachsen und sollte, Zitat, der Einstieg in eine neue Stipendienkultur werden. Ein halbes Jahrzehnt später ist klar, da ist kein Kulturwandel. Die Bundesregierung hat ihre selbstgesteckten Ziele alle verfehlt. Das Deutschlandstipendium ist für die wenigen, die es überhaupt bekommen, natürlich eine gute Sache, insgesamt jedoch eindeutig ein Misserfolg. Denn an über 99% der bundesweit 2,7 Millionen Studierenden geht das Deutschlandstipendium vorbei. Stellen Sie sich einen dieser völlig überfüllten Hörsäle in der Republik vor und fragen Sie mal, wer der Studis denn ein Deutschlandstipendium erhält. Und wenn Sie Glück haben, werden sich ein bis zwei Finger heben, und das kann es doch wohl nicht sein. Das Programm ist meilenweit vom ursprünglichen Ziel entfernt, 8% eines Studierendenjahrgangs zu erreichen. Und es ist weit entfernt von den 2%, die Union und SPD bis 2017 erreichen wollen. Förderer sind Mangelware, niemand steht Schlange. Das Deutschlandstipendium ist nichts anderes als ein Ladenhüter, und das muss die Koalition doch endlich eingestehen. Den Kolleginnen und Kollegen der SPD ist das doch auch klar. Und das hat Marianne Schieder doch gerade sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Alle Vorbehalte werden durch die Evaluation bestätigt, haben Sie gesagt. Das stimmt. Und Sven Schulz hat beim letzten Mal als Haushälter gesagt, Zitat, dieses verfehlte Projekt ist und bleibt ein Rohrkrepierer und sollte endlich eingestellt werden. Zitat Ende. Glückwunsch und Applaus. Wir sind einer Meinung. Die Evaluation des Deutschlandstipendiums fällt äußerst durchwachsen aus. An einigen Hochschulen läuft es gut, an anderen so lala. Und fast ein Drittel macht bei diesem Murks gar nicht erst mit. Und diese ernüchternde Bilanz steht im Gegensatz zur Stellungnahme der Bundesregierung. Da wird wider besseren Wissens der Misserfolg schön geredet. Das ist hochschulpolitische Beratungsresistenz im Endstadion. Lass dir gleich mal eine Plagiatsdoktor über die Reden laufen. Ich sage ja, es ist jetzt die x-te Debatte und die Argumente stimmen weiterhin. Das Deutschlandstipendium hat nämlich die soziale Ungleichheit beim Zugang zum Campus leider nicht abgemildert, sondern den Status quo zementiert. Es ist eine schlecht organisierte Lotterie mit schlechten Gewinnchancen für alle. Besonders schlecht sind die Stipendienchancen in strukturschwachen Regionen, an kleinen und privaten Hochschulen und für Leute, die Fächer studieren, die für die Wirtschaft wenig interessant erscheinen. Deshalb in der Gesamtschau ist diese Stipendienlotterie einfach ungerecht. Die Bundesförderung für das Deutschlandstipendium war schon bei der Einführung überflüssig. Denn das wollten die Wirtschaftsverbände jahrelang alleine machen. Nehmen wir sie doch endlich beim Wort. Es bedarf kein extra Steuergeld für das Deutschlandstipendium, sondern die Eigeninitiative der Wirtschaft. Das wäre ein Weg. Unsere Studienfinanzierungslandschaft braucht das Deutschlandstipendium jedenfalls nicht. Sie nehmen es als Angebotserweiterung. Ich sehe darin eine Zersplitterung der Studienfinanzierung. Deutschland hat mit den Stipendien der Begabtenförderungswerke, mit den Aufstiegs- und Weiterbildungsstipendien ein hinlänglich differenziertes Stipendiensystem. Das müssen wir gemeinsam weiterentwickeln, damit sie stärker zu mehr Bildungsgerechtigkeit beiträgt. Eine Sache, die wir zügig angehen wollen, ist, mehr Stipendien an Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten bereitzustellen. Im Zusammenspiel mit einer weiteren Öffnung des BAföG würde das den Geflüchteten helfen, nach Unterdrückung und Flucht ins studentische Leben durchzustarten. Das wäre ein Fortschritt. Ja, aber die kriegen das BAföG zu spät.
Der Zugang muss früher sein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, in die soziale Öffnung der Hochschulen zu investieren, das ist super angelegtes Geld. Dass Union und SPD entschieden haben, das BAföG 6 Jahre lang nicht zu erhöhen, war und ist eine falsche Entscheidung. So eine Hängepartie darf es nie wieder geben. Das BAföG muss entlang steigender Lebenshaltungskosten und Preise erhöht werden, und zwar regelmäßig und automatisch. So etwas soll man im Gesetz festschreiben. Ich komme zum Schluss. Die Deutschlandstipendien, ja, also Sie müssen das schon ertragen, dass wir Ihr Regierungsprojekt nicht geil finden, ja, und dass dieses Pinkwart-Gedenkstipendium der FDP nach wie vor die Menschen, die Studierenden und die Hochschulen nicht überzeugt. Das zeigt die Evaluation eindeutig. Und deshalb die Deutschlandstipendien in die Hände der Stifter ohne Bundesmittel. Ein Stipendiensystem, das stärker auf Bildungsgerechtigkeit setzt und vor allem ein BAföG, das zum Leben reicht. So schaffen wir mehr Chancengerechtigkeit für alle in unserem Land, denn wir wollen Studieren gerechter finanzieren. Das Wort hat die Kollegin Sibylle Benning für die CDU-CSU-Fraktion.